Hau, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute öffne ich mit euch den kompletten Purish Adventskalender. Ein paar Teaser habt ihr ja schon bekommen, aber heute ist das komplette Unboxing dran. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Was wichtig ist vorab, tatsächlich bekommt ihr auch heute nicht nur von mir das Unboxing zu sehen, heute um 18 Uhr, sondern auch von der lieben Jenny, von Jennys Highlights, von der lieben Nicole, von Kanal Chiquitas Place und von Kati, vom Kanal Contra Junkie. Da schaut super gerne einfach mal vorbei. Wir haben euch jetzt ja auch schon in der Woche so ein paar Spoiler auf Instagram gegeben und auch schon unseren Teaser in der letzten Woche gemacht. Und heute ist der Tag gekommen, an dem wir den kompletten Adventskalender zeigen. Ihr findet dazu den Link auch wieder in der Infobox. 119,90 € kostet der, hat einen Warenwert von 370 €. Und wir haben hier nicht nur 24, sondern 27 Produkte drin. Also manche Türchen sind auch doppelt befüllt. Und so schaut das Ganze aus, wenn es ganz fresh ist. Wir haben halt so einzeln eingepackte Produkte. Nun, schauen wir komplett rein. Ich spanne euch nicht weiter auf die Folter. Ihr seid jetzt ja schon lang genug neugierig gemacht worden. Büchschen Nummer 1. Wir bekommen von Transparent Lab ein Barrier Restoring Hydrating Cream Produkt mit Hyaluronsäure, ACE-Komplex und so weiter und so fort. 50 ml. Also das ist halt eine Gesichtscreme zum Beginn des Ganzen. Finde ich persönlich super. Ne? Die Firma an sich hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal öfters in irgendwelchen Mystery Boxen und so drin. Habe sie aber ehrlich gesagt selber noch gar nicht so ausprobiert. Gehen wir weiter zum 2. Dezember. Oh wow, das ist ein richtig cooles Produkt von Color Wow, das Dreamco Supernatural Spray mit 50 ml. Ein sehr, sehr gutes Produkt, was man halt schön verwenden kann, nachdem man seine Haare gewaschen hat. Verwendest du es 3 bis 4 Mal pro Woche ungefähr und gibst es dann so in deine Längen und Spitzen rein und föhnst dir dann die Haare, ne? Und dann werden die super glänzend, super glatt. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier haben wir sie. Die trage ich tatsächlich gerade nicht, ist aber meine absolute Lieblingsmascara von Nabla Divicious. Oh, die ist so toll. Man muss sich manchmal ein bisschen mit der anfreunden, ne? Und ein bisschen rantesten, aber die macht so ein mega krasses Ergebnis. Die ist wunderschön. Wir haben hier diesen Panther drauf mit seinen roten Augen. Ist nicht jedermanns Sache, ne? Weil es halt schon ein bisschen kitschiger ist, aber ich liebe sie. Hammer! Hier haben wir die Nummer 4 von Suva Beauty, die UV Grunge Palette. Und die ist, also die Suva Paletten sind wirklich der Hammer. Manchmal denkt man sich, man muss sich ein bisschen rantasten, ja, an die Konsistenz. Aber wenn man dann die Konsistenz raus hat, ist es so leicht, damit Liner zu ziehen. Und bei dieser hier haben wir Gelb, Grün, Orange, Lila und Braun als Töne. Und das sind halt, ja, wie Wassermalfarben im Prinzip. Und du machst da ein bisschen, ja, entweder Wasser oder Setting Spray halt rein, ne? Und kannst das Ganze dann zu einer, wie Wasserfarben halt, Geschichte anrühren. Und dieser Pinsel, der mit dabei ist, ist wirklich gut. Sehr, sehr cool, dass die Palette hier drin ist. Einen Tag vor Nikolaus habe ich jetzt hier den 6. Dezember. Den 5. Hier drin haben wir ein bisschen Pflege. Und zwar von Geek & Gorgeous, das 101 Liquid Hydration Produkt mit Panthenol. Das ist ein Toner. Wie geil ist das denn? 110 ml. Wie süß ist bitte dieser Wal hier unten? Das ist schon niedlich, ne? Muss ich wirklich mal sagen an dieser Stelle. Finde ich klasse, dass wir einen Toner hier drin enthalten haben. Das ist so nach der Gesichtsreinigung der erste Schritt, den ich dann auch mache, damit die Wirkstoffe auch viel, viel besser in die Haut eindringen können. Also Hammer. Und die Marke habe ich jetzt so auch noch nicht intensiv verwendet, aber ich habe gehört, dass sie sehr gut und hautverträglich sein soll. Nikolaus selber ist ganz schön klein. Da bin ich gespannt, was da drin ist. Ah, okay, wir haben einmal einen Klassiker und zwar von NYX. Ich schüttel das mal, weil das ist das Oui Prodigieuse mit Schimmer drin. Und also das Ohr. Und da sind 10 ml drin. Das ist ein Öl, was du für Gesicht und für Körper und für Haare verwenden kannst. Ich glaube, das kommt in der Weihnachtszeit ganz gut. Da darf auch ein bisschen mehr Glitzer am Start sein, so vielleicht im Dekolleté-Bereich oder so oder an den Beinen, ne? Natürlich aber auch so in den Haaren. Also das sieht schon ziemlich cool aus. Und dann haben wir auch noch einen, den sage ich euch aber nicht vor, das ist ein Geheimnis, ein 5-Euro-Gutschein mit am Start. Ab einem Einkaufswert von 15 €, das ist wirklich cool. Den kannst du bei Purish einlösen und bekommst damit entsprechend 5 € Rabatt. Ach guck mal, und pro Bestellung spenden wir 1 € an Visions for Children. Das ist natürlich auch cool. Also hast du hier im Prinzip auch noch so eine kleine Spendeninformation mit dabei. Nee, das finde ich cool. Also Leute,
Mit dem Adventskalender wird auch gespendet. Das wusste ich gar nicht und das finde ich ziemlich geil. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich mache in diesem Video aber auch eine Verlosung. Komm, ne? Es ist purisch, es ist irgendwie so ein Special-Gedönsen und deswegen verlose ich in diesem Video auch eine selbst zusammengestellte Beautybox. Ja, sowas hat immer einen ordentlichen Wert, wenn ich die zusammenstelle. Also, keine Ahnung, 150 Euro oder so. Und da sind Beauty-Produkte drin und alles, was das Herz begehrt. Und ja, alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei und viel, viel Glück. Weiter geht es mit der Nummer 7. Sowas darf auch tatsächlich nicht fehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. In einem Adventskalender, wo du Pflegeprodukte drin hast, erwartet man auch irgendwo ein Stück weit Lippenpflege, Handpflege, das sind so die Klassiker, ne? Und hier habe ich von Bondi Sands etwas mit dabei, und zwar ein Lippenbalsam mit SPF 50+, und das hat Erdbeergeschmack. Finde ich großartig. Und Lippenpflege für, mit Lichtschutzfaktor ist so wichtig, weil, also, wer schon mal einen Sonnenbrand auf den Lippen hatte oder tatsächlich halt auch schlimmere Dinge, freut sich tatsächlich, wenn man sowas halt in Anwendung nehmen kann. Finde ich super, muss ich sagen, ist ein gutes Produkt. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht. Oh, das ist aber ein sehr beliebtes Produkt. Ich habe euch schon mal so ein bisschen was über verschiedene Peelings, chemische Peelings und so weiter erzählt. Da könnt ihr mal hier oben im Video vorbeischauen. Denn Winterzeit ist chemische Peeling-Zeit. Und da werde ich auch richtig wieder loslegen dieses Jahr. Ich freue mich schon wie Bolle. Und hier haben wir drin das Exfoliate von Paula's Choice mit 2% BHA, ein flüssiges Peeling ist das, ne? 30 ml sind hier drin. Mit sowas fängt man erstmal ein bisschen vorsichtig an und kann das Ganze dann immer wieder ein bisschen steigern. Und wie gesagt, habe ich euch in dem Video, was ich euch eingeblendet habe, schon erzählt. Aber sehr, sehr geiles Produkt, ne? Also definitiv, BHA ist für mich halt auch eine wichtige Sache. Ich habe hier schon wieder so eine kleine Mr. Fred-Geschichte. Wenn ich da mit BHA dran gehe, also mit Salicylsäure, ist das innerhalb von ein, zwei Tagen einfach verschwunden. Mal schauen, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Oh, das finde ich cool. Be Perfect, Perfect Prime, Eyeshadow Priming Base. Und finde ich großartig. Ich mag gerne, wenn wir auch Lidschattenprimer mit dabei haben, halt auch so Basic-Produkte, ne? Die jetzt nicht irgendwie daran angelehnt sind, welcher Hauttyp man ist oder Hautton man hat. Das ist bislang ja auch tatsächlich so bei den Pflegeprodukten nicht gewesen, ne? Dass man da halt auch irgendwie ein bisschen drauf achtet, dass jeder das verwenden kann, der den Adventskalender öffnet, weil ich finde schon für 119,90 Euro sollte man da auch Produkte drin erwarten dürfen, die man auch alle verwenden kann. Das ist eine Eyeshadow und ja, eine Eyeshadow-Base, ganz schön viel ist da drin. 20 ml, riesig. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird, denn das sieht mir aus wie eine Palette. Okay, da ich weiß, dass wir hier noch eine weitere Palette drin haben werden, haben wir hier zwei Lidschattenpaletten drin. Finde ich richtig gut. Das ist von BH Cosmetics die Hawaii-Palette. Ich glaube, Hanging in Hawaii hieß sie damals mal. Ja, hier steht es auch drauf. Das ist so eine sehr neutrale Palette. Ich glaube, dass sehr, sehr viele diese Palette auch verwenden werden und können. Und du kannst damit halt neutrale Looks mit schminken. Für den Alltag. Du kannst aber auch, wenn du dich hier unten auch aufhältst, ne, etwas dunkler werden. Hier habe ich die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es liebe, wie diese Marke heißt, und zwar Fekai. Brilliant Gloss Shampoo, Shine and Anti-Frizz kann ich sehr gut gebrauchen. 60 ml habe ich hier drin und ich feiere das immer total, wenn wir halt auch solche, ich sag mal, Travel Sizes von den Produkten haben, aber trotzdem so ein Auslaufguss. Rausmachding, ne? Die Halbzeit Nummer 12. Das finde ich einfach großartig. Wir haben hier einen Liquid Blush drin enthalten. Fortunately Flushed. Ist das dann wahrscheinlich so ein Zwischending zwischen Blush und Highlighter? Muss ich gleich mal gucken. Super Dewy Liquid Blush, 15 ml sind hier drin. Ich glaube, das werde ich euch aber dann in dem Sneak Peek Video etwas intensiver zeigen. Dann werde ich auch herausfinden, ob das vielleicht sogar so ein Zwischending zwischen Blush und Highlighter ist. Mal gucken. Die Nummer 13. Hier habe ich ein Produkt von Ofra drin. Wir lieben die Highlighter von Ofra, aber die haben auch relativ gute Lippenprodukte. Longlasting Liquid Lipstick und zwar in der Farbe Bel Air habe ich hier eine Farbe. Finde ich sehr schön. Also das ist ein toller Nude-Ton. Ja, der geht auch wirklich gut zu vielen verschiedenen Looks. Oh, die Nummer 14 ist ganz schön groß, aber gleichzeitig leicht. Och, wie geil ist das denn? Wir haben hier von Luvia Meets Crash den Body Sponge drin. Und Leute, der ist großartig. Den verwende ich super gerne, um meine Foundation einzuarbeiten. Wirklich ein super Schwamm mit einer tollen Qualität. Der wird riesig, wenn er halt angefeuchtet ist. Und dies ist ein doppelt belegtes Kläppchen, Leute. Wir haben nämlich von Beauty Blender auch noch die
Seife mit dabei, Solid Lavender, also quasi Lavendel. Okay, da weiß ich jetzt nicht, wie viel Gramm da drin sind. Ich blende euch die Preise ja ein, ne? Finde ich persönlich richtig gut. Ich habe solche Seifen auch gerne mit so einem Magneten einfach bei mir im Badezimmer an meinem Waschtisch befestigt. Und ja, deswegen, das passt sehr, sehr gut, kann ich echt gut gebrauchen. Weiter geht die wilde Reise am 15. Dezember. Ha, das ist die Marke, die immer bei Rabattcodes außen vor sein möchte, aber im Adventskalender sind sie vertreten. Na guck, No Cosmetics oder No Makeup heißen die ja mittlerweile, Hyperdration 4D Hyaluronserum. Ey geil, wir haben Toner, wir haben ein Serum, wir haben eine Creme, das ist wirklich ausgewogen, ne? Wir haben Peeling mit dabei, es ist noch nichts doppelt. Echt nicht, ne? Das finde ich gut. Ja, genau. Und das ist parfümfrei. 20 Milliliter haben wir hier drin. Und das finde ich klasse. Also muss ich wirklich sagen, dass wir hier dann auch noch so für die Skincare-Routine, für jede Haut passend tatsächlich, auch noch ein weiteres Produkt haben. Feiere ich. Mal schauen, was in der Nummer 16 drin ist. Das ist nämlich klein, aber hoffentlich fein. Ha, witzig. Da haben wir drin von Denisa Myricks Yummy Skin Blurring Balm Powder. 6 Gramm. Ich habe heute noch so eine Story gemacht, wo ich für Hashtag Ungeschönt, das habt ihr schon gesehen, die Produkte zur Auswahl gestellt habe und da war der mit bei. Funny. Okay, also den habe ich auch schon hier, aber ich glaube nicht in dieser Größe. Das sind nämlich hier 6 Gramm und ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, wie der ist, aber ich finde es mega, dass Purish hier auch Danissa Myricks mit in den Adventskalender gepackt hat. Ne? Hammermäßig. Echt. Universal ist die Farbe übrigens. Eine Woche vor Heiligabend erwartet uns wirklich ein sehr kleines, leichtes Produkt, aber das weist ja meistens auf dekorative Kosmetik hin. Ja, auch Mesauda möchte gerne in dem Adventskalender vertreten sein, finde ich wirklich fein. Artist Eyes, ein Augenstift, aber was eine Farbe, 108 Ruby, das ist interessant. Muss ich wirklich sagen. Ne? Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass das Ganze dann nicht zu verheult aussieht. Da hatte ich auch mal letztens einen Look geschminkt, wo ich mir gedacht habe, naja, rot ist nicht so ganz meins, aber es kann wirklich ganz gut werden. Muss ich mal gucken. Ne? Also den werde ich ja auch definitiv mit euch zusammen ausprobieren. Und da bin ich gespannt, wie mir das Pflaume stehen wird. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember. Und auch hier haben wir wieder 2 Produkte drin und es war klar, dass die beiden sich zusammentun. Essence und Catrice. Einmal habe ich hier von Catrice den Volumizing Lip Booster in einer wirklich coolen Farbe. Da könnte man theoretisch diesen Augenstift von Mesauda als Lip Liner nehmen und den hier als Lip Gloss irgendwie drüber geben. Ich glaube, das kommt auch ganz gut. In der Farbe 110 Movin the Berry. Sehr, sehr cool. Mag ich wirklich gerne leiden. Und diese Volumizing-Dinger von Catrice sind auch wirklich mein Ding. Die plumpen ja so ein ganz kleines bisschen eben durch. Ich glaube, Menthol müsste das sein, ne? Finde ich toll. Ja, und dann haben wir noch als weiteres Produkt hier etwas mit drin in der Farbe Passionate 08 Longlasting Lipstick von Essence. Das ist dieser hier. Das ist halt ein richtig schönes Weihnachtsrot, ne? Ich bin letztens durch meine Sammlung gegangen, weil ich halt den Lippi leer gemacht habe, den ich so auch letztes Jahr verwendet habe und habe nicht so das Weihnachtsrot gefunden, was ich haben wollte. Habe dieses hier dann verwendet. Das ist schon gut, das ist okay, aber vielleicht ist das hier von Essence noch ein bisschen besser. Mal schauen, denn das ist halt wirklich ein Weihnachtsrot. Santa Claudi schreit ganz laut, hier bin ich, ne? Großartig, das werde ich jetzt hier auch in Anwendung nehmen. Den mag ich. Der ist echt gut. Und vor allem, wenn er dann auch noch Longlasting ist, dann hält er auch mal durch, wenn ich hier 10 Videos am Stück drehe. Am 19. Dezember haben wir auch wieder so quadratisch praktisch gut drin enthalten. Ich bin übrigens auch sehr gespannt, ob der Adventskalender jetzt überhaupt noch verfügbar ist, wenn ich euch das komplette Unboxing zeige. Weil das dürfte sehr beliebt sein. Also ich weiß nicht, wie viele von euch mir eine Nachricht geschrieben haben, ob ich wüsste, dass ob Purish einen Adventskalender hat. Wusste ich tatsächlich bis vor kurzem auch nicht. Das kam sehr spontan. Hier habe ich etwas drin und zwar von NYX, das Rêve de Miel. Ein Honey Lip Balm, den müsste ich auch noch da haben. Mit 15 Gramm. Und den würde ich mir dann auch super gerne an mein Bett stellen. Weil da verwende ich abends gerne solche Pöttchen. Das ist in Ordnung. Für unterwegs finde ich das ein bisschen unhygienisch. Das ist nicht ganz so mein Vibe. Aber für am Bett oder wenn ich so aus der Dusche komme oder so, ne, wäre das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Sehr, sehr schwer. Und ich glaube, Mamako Beauty schwärmte so von diesem Rêve de Miel. Ne? Ein Traum von Honig, heißt das auf Deutsch. Okay, wie groß kann man ein Kläppchen machen? Ja, sagt die Nummer 20. Und sie eröffnet den Sprint Richtung Heiligabend.
Oh ja, geil. Ich glaube, für den Körper hatten wir so noch gar nichts drin, oder? Ja gut, das Nyxöl wäre tatsächlich so ein bisschen körpermäßig gewesen, also auch für den Körper. Hier haben wir A Scrub from Down Under for All Over von Frank Body. Das ist eine ganz witzige Marke. 200 Gramm haben wir hier drin. Haben die nicht dieses Logo mit dem Popo? Das sehe ich hier drauf gerade gar nicht. Naja, aber normalerweise haben die das irgendwie immer drauf. Und das finde ich eigentlich total super. Ich muss nur gucken, wie ich das dann auch wirklich mag, ne? Denn wenn es halt so ein loses Scrub ist, ein loses Körperpeeling, dann ist es gerne mal so ein bisschen wie, ich habe ein bisschen unseren Kaffeeprott über mich drüber geschüttet. Wird verwendet, ne? Hier habe ich ein Tübchen in der Nummer 21 drin. Oh, hier wird der ein oder andere wirklich mal so ein bisschen Luftsprünge machen. Ich bin ja nicht so das Tanning-Mädel, ne, weil, was soll ich da groß noch irgendwie, da ist nicht viel zu machen bei mir. Ich mache das so ganz dezent mit Produkten von Beauty Mates tatsächlich, aber ansonsten bin ich da sehr zurückhaltend. Von Loving Tan habe ich hier das Deluxe Gradual Tan Nourishing Tinted Body Lotion Produkt mit 20 ml in der Farbe Dark. Damit kann man auf jeden Fall schon mal das Produkt sich so antesten, würde ich sagen. Es ist eine Deluxe Größe, ne? Also jetzt keine Originalgröße oder sowas, aber ich glaube, wenn man noch nicht ganz so into Bräunungsgeschichten ist, dann ist es gar nicht so verkehrt, wenn da mal was Kleineres drin ist. Hier habe ich die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22. Das ist ein Produkt, was super beliebt ist und was ich vielleicht auch demnächst mal verwenden sollte. Von Acne.me. Das ist eine sehr gehypte Marke gewesen oder immer noch, ne? Dieses Sit Clean Purifying Cleansing Gel. Und das soll nicht pickelverursachend sein, ganz im Gegenteil. 60 ml sind hier drin. Und ja, das finde ich auf jeden Fall großartig, dass wir hier so ein bisschen was Antipickelmäßiges drin haben. Auch hier würde ich vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger anfangen, dass man das erstmal so alle 2 Tage verwendet und dann halt entsprechend steigert. Ja. Ich bin halt immer sehr vorsichtig, was meine Haut angeht, weil ich sehr sensible Haut habe. So, ein Tag vor Heiligabend. Viele Firmen packen uns da einfach gerne mal ein Duschgel oder sowas rein, ne, dass wir halt einfach nochmal so einen Tag vor Heiligabend das ganze Revue passieren lassen können und den ganzen Schmodder von der ganzen Aufregung runterwaschen können. Deswegen bin ich gespannt, was wir jetzt hier einen Tag vor Heiligabend machen dürfen. Das macht durchaus Sinn. Also wir haben jetzt hier tatsächlich das zweite Gesichtscreme-Produkt drin, aber das ist nicht verkehrt, weil das hier kannst du super für über Tag verwenden. Von Face Theory ist es nämlich ein Light Moisturizer mit, Achtung, Niacinamiden und Vitamin C und dann haben wir auch noch, wie gesagt, den Lichtschutzfaktor 30 mit dabei. 50 ml. Ich finde das super, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn Lichtschutzfaktor darf auch im Winter nicht vergessen werden. Das ist so wichtig. Wir hatten es letztens erst noch in der Familie mit dem ganzen Krebsgedönsen und so, ne? Oder haben es halt aktuell noch. Und dementsprechend möchte ich da einfach auch immer wieder darauf hinweisen, dass es so wichtig ist. Und Vitamin C ist halt auch aufhellend, dass halt so dunkle Verfärbungen oder Pigmentstörungen halt aufgehellt werden. Niacinamide machen das ebenso, aber die sind auch noch gleichzeitig so ein bisschen dafür da, um die Haut, um das Hautbild generell zu beruhigen. Und das Ganze in Kombination ist gut. Trommelwirbel für den 24. Dezember. Haltet euch fest, was hier drin ist. Das ist hammermäßig. Das hätte man in einem Adventskalender für 119,90 € safe nicht erwartet. Denn hier hauen die einfach mal in die 24 in der Lidschattenpalette von Linda Hauerberg rein. Also Linda LH Cosmetics, die Daybreak Palette. Und das ist tatsächlich auch die, die mir persönlich fehlt. Also ganz uneigennützig freue ich mir gerade einen kleinen Keks. Ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig, was so kühle Paletten und kühle Töne angeht. Fühle mich da auch nicht immer so super wohl mit, aber Linda Hauerberg hat eine mega krasse Qualität und deswegen vertraue ich ihr, dass das was wird mit uns beiden. Ne? Das sieht so geil aus. Wir haben dieses Grau und dieses Grauschimmer, was irgendwie richtig einmalig aussieht. Ein Tiefschwarz und dann trotzdem noch diese leicht pastelligen Farben. Und also ich finde diese Palette sehr, sehr ansprechend und halt auch wirklich passend halt auch für Weihnachten, für Heiligabend. Und ja, finde ich schön. Schaut gerne bei Chiquitas Place, bei Contra Junkie und bei Jennys Highlights vorbei. Ich bin auch sehr gespannt, was sie über den Adventskalender sagen. Ich finde den Adventskalender wirklich, wirklich gut. Und das nicht nur, weil er von Purish kommt, Leute. Wir haben hier was drin, was ich einfach großartig finde, nämlich einen wundervollen Mix aus Produkten, wo sich fast nichts wiederholt. Man könnte vielleicht sagen, okay, Face Theory, da haben wir vielleicht einfach einen Lichtschutzfaktor und das in der 1 ist halt quasi eine Gesichtscreme, ne? So könnte man das auch sagen. Dann hätten wir ein paar Lippenstift
Doppelungen, obwohl Liquid Lipstick, Lipgloss und Lipstick, das sind halt auch schon wieder unterschiedliche Kategorien. Aber also ich finde einfach den Mix hier drin so großartig. Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde es toll, dass wir hier eine gute Ausgewogenheit zwischen dekorativer Kosmetik und Pflege haben, dass wir so umfassende Pflege haben. Also mir gefällt der Adventskalender einfach. Von Kopf bis Fuß ist alles irgendwie glücklich gemacht worden und das ist ein sehr, sehr empfehlenswerter Adventskalender und das für 119,90 €. Ist schon eine feine Kiste, ne? Sofern noch verfügbar, ist er in der Infobox verlinkt. Schaut super gerne einfach mal vorbei. Und dann wäre es hier einfach auch schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.